Die Liebe stellte mich auf einen Hügel und hieß mich Umschau halten. In dieser Zeit ward mein Knabe empfangen in reiner, freier Liebe. Denn ich bin nicht für eine Dauerehe geschaffen. Ich weiß nur, dass ich eine große Zukunftsneugierde in mir trage. Das schreibt Margarete Beutler 1903 in einer Selbstbiografie, also in der Zeit kurz nachdem sie 1902 nach München übergesiedelt ist. Sie hat davor in der Berliner Bohème erste Schritte als Schriftstellerin gemacht, hat erste Texte in Zeitschriften veröffentlicht. Sie bezeichnet sich zu der Zeit als, dass sie in Wort, Schrift und Tat für die freie Mutterschaft eintritt. Also sie hat schon ein erstes uneheliches Kind, was eine ganz bewusste Entscheidung war, dass sie das ohne Vater bekommen möchte. Genau, die freie Mutterschaft und die freie Liebe sind ja zwei ganz wichtige Themen eigentlich für die Frauen der Bohème. Themen, die sie durchgesetzt haben, obwohl sie das überhaupt nicht, die äußeren Umstände überhaupt nicht dafür da ja, waren, auch. Schon allein die gesetzgebenden Umstände nicht, da Frauen damals ja nicht über ihre Kinder frei entscheiden konnten, sondern einen Vormund gebraucht haben. Aber was ihnen auch wichtig war, war ja immer, dass einmal ihre Kinder irgendwie diesen väterlichen Besitzanspruch zu entziehen und gleichzeitig auch der wilhelminischen Erziehung, die damals vorgeherrscht hat. Da kommt auch Margarete Beutler zugute. Sie hat auch das Lehrerinnenseminar besucht, was fast der einzige Weg war, wie man als Frau einen Beruf erlernen konnte. Das hat sie bei ihren Eltern durchgesetzt, hat in Berlin 1896 wahrscheinlich das abgeschlossen. Das heißt, sie hat auch das nötige Lehrerinnenwissen mitgebracht, um dann die Erziehung von ihren Söhnen später selber übernehmen zu können. Doch bevor wir dahin gehen, vielleicht noch mal kurz biografisch. Sie hat in Berlin eben dann angefangen zu schreiben, konnte erste Texte in Zeitschriften wie Simplicissimus und Die Gesellschaft veröffentlichen. Und ganz spannend ist, bei ihr ist wirklich ja noch sehr, sehr vieles unerforscht. Man weiß teilweise wirklich nur bruchstückhaft über ihr Leben Bescheid. Und es finden sich aber hier in der Monacensia im Archiv aus dieser Zeit, wo sie noch in Berlin ist, Briefe an Michael Georg Conrad, den sie wohl in Karlsbad, sie war im Sommer immer gern in der Natur, kennengelernt hat und dem sie ab da dann immer schreibt, der als Mitbegründer der Gesellschaft natürlich einen Weg für sie zu diesen Zeitschriften bietet, dem sie also Texte schickt, den sie nach Kontakten fragt und dem sie eben auch immer wieder berichtet, hier ein Brief, wahrscheinlich von 1900, er ist undatiert, wo aber drin steht eben, dass sie nach einer Phase von wirklich bitterer Existenzsorge jetzt ein kleines Stübchen gefunden hat und dass Privatstunden ihr das Nötigste sichern. Und sie fragt ihn dann nach Jakubowski, der zu der Zeit für die Gesellschaft als Herausgeber arbeitet, ob er ihr eben da hilft, dass sie Texte unterbringen kann. Und das zeigt, glaube ich, ganz, ganz stark, wie wichtig das ist, dass sie irgendwie Personen finden, die ihnen helfen. Und bei ihr ist es dann aber wirklich dieser Drang, unabhängig zu bleiben, ist ihr, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sie veröffentlicht dann den ersten Gedichte, wo sie eben drüber sagt, dass sie hier für die freie Mutterschaft eintritt, wo man aber auch sieht, sie schreibt über soziale, das sind die so Dirnenlieder, nennt man es. Es sind Texte, wo sie über die Nöte eigentlich von Prostituierten, von armen Frauen in der ganzen Gesellschaft schreibt. Nach München ist Margarete Beutler eigentlich auch, heißt es ganz konkret, gekommen, um bei den 11 Scharfrichtern aufzutreten. Da haben wir uns ja bei der Recherche schwer getan. Wir haben fast alle Programmhefte durchgeschaut, dann alle, die wir hier in der Monacensia haben. Wir haben nämlich hier eine große Sammlung an Programmheften der 11 Scharfrichter und haben sie nicht erwähnt gefunden. Und es ist einfach immer das Glück, das Forscherinnenglück, wenn man dann endlich doch auf ein Objekt trifft, dass das, worüber man gelesen hat, auch belegt ist. Und das haben wir gefunden. Genau, wir haben dann im Stadtmuseum in München ein Programmblatt von den 11 Scharfrichtern von 1904 gefunden, wo eben tatsächlich erwähnt ist, dass sie mit eigenen Gedichten auftritt. Was, glaube ich, aber auch wichtig war für sie in München, ist die Jugend, die Zeitschrift, wo sie eine Stelle in der Redaktion bekommt.
Und sie schreibt rückblickend, dass das Tolle an der Stelle war, dass sie ihre Unabhängigkeit erhalten hat. Also es war keine Vollzeitstelle, es war eine Stelle, wo sie oft von zu Hause arbeiten konnte, die aber eben, und das ist ganz wichtig für sie, das Nötigste ihr sichert. Also sie hat da eine Grundversorgung mit dieser Redaktionsstelle und ist ansonsten, ja, sie schreibt und sie bezeichnet sich dann in dieser Zeit als Sammlerin von Schicksalen. Da gibt es eine ganz schöne Stelle, wo sie in einer Erzählung, die noch im Privatbesitz, im Nachlass ist, wo sie schreibt, die ist angesiedelt in Dachau, sie wohnt dann, weil es günstiger ist, in Dachau und da spielt auch diese Erzählung. Sie schreibt viel über Frauenschicksale, sie ist hier in der Stelle im Gespräch mit einer Gastwirtin, die, ich weiß gar nicht wie viele, 10 uneheliche Kinder hat und überhaupt nicht weiß, wie sie die versorgen soll. Und das ist eben auch ganz spannend, dass sie wirklich auf diese Frauenthemen guckt und aber versucht dann auch, das literarisch zu verarbeiten. Sie schreibt hier, kurz trage ich mein Notizbuch das ein, was ich von der Resel gehört habe. Ich bin nun einmal Sammlerinnen von Schicksalen. Und das Spannende ist auch, wie es dann weitergeht in der Stelle. Es geht ihr dann wirklich um diese Frage, wie sieht es aus mit unehelichen Kindern? Wie könnte man das anders regeln? Sie überlegt dann, das ist so ein bisschen hier so ein Gedankenspiel, müsste denn nicht der Staat die Aufzucht von Kindern übernehmen, deren Mütter nur Gebärinnen, aber keine Erzieherinnen sind? Und sie überlegt dann, ich will mit der Adams-Lehmann darüber sprechen, heißt es hier im Text. Und das war für uns ein ganz spannender Hinweis. Genau, auch so ein Glücksfund. Es gibt nämlich eine sehr spannende Ärztin hier in München, die Hope Bridges Adams-Lehmann, die Gynäkologin war und eigentlich so die erste Frau war, auch die Medizin studieren konnte, sich hier in München das geschafft hat, erst viel, viel später natürlich einen Doktortitel tragen durfte, aber hier praktiziert hat und sich sehr auch mit den Nöten der Frauen, gerade in einfacheren gesellschaftlichen Schichten beschäftigt hat, die oft 10 Kinder und mehr hatten und krank waren. Und Adams-Lehmann hat immer für die soziale Indikation gekämpft. Es war, wenn dann ja nur die medizinische möglich, hat aber auch hier in München Abtreibungen vorgenommen und hat aber auch immer Aufmerksamkeit gelenkt auf die soziale Problematik eigentlich, die es gab. Also ganz, ganz spannend halt eben diese Verbindung, dass man sieht, Margarete Beutler, die literarisch sich diesen Schicksalen widmen möchte und dann aber auch wirklich den literarischen Diskurs eigentlich mit dem medizinischen Wissen verbindet. Also bei ihr neben diesem großen Thema der freien Mutterschaft, der selbstbestimmten Entscheidung der Frau, wann sie Kinder kriegen will, natürlich auch diese Richtung in Richtung Paragraph 218, sind Abtreibungen möglich, erlaubt? Wie sieht es damit aus, dass sie da literarisch und theoretisch drüber nachdenkt? Ja, mit Margarete Beutler haben wir ja auch eine Protagonistin in der Ausstellung, die bisher noch nicht so bekannt ist. Also man trifft auf wenig Leute, die den Namen schon mal gehört haben. Der Nachlass liegt ja noch in der Familie, also im Privatbesitz, den du einsehen konntest. Und das ist natürlich wirklich sehr schön, dass wir da so Schätze heben können für die Ausstellung. Also sie war wirklich Teil der Münchner Bohème. Man findet ihre Spuren, man weiß, mit wem sie befreundet ist. Also man weiß allein deswegen, dass sie bei ganz vielen dabei war. Sie war mit Erich Mühsam bekannt. Sie kannte auch Lotte Pritzel, die Puppenmacherin. Sie ist also hier gut vernetzt und sie zieht sich dann aber in den 20er Jahren immer mehr zurück, hat eine recht unglückliche Ehe, ist sie eingegangen. Und vor allem dann in der Zeit des Nationalsozialismus hat sie sich komplett zurückgezogen und deswegen ist ganz vieles von ihr unveröffentlicht geblieben und auch deswegen weiß man vieles einfach nicht.